Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maywald. Heute möchte ich euch einmal an einigen Beispielen erklären, woran ihr amerikanische Steinways erkennt, selbst wenn sie in bestimmten Ländern der Europäischen Union umgearbeitet worden sind auf das Erscheinungsbild der deutschen Steinway-Flügel. Grundsätzlich unterscheiden sich amerikanische und deutsche Steinways durch diese sogenannte Kante hier vorne. Die amerikanischen Steinway-Flügel, so ab den 1920er Jahren, haben hier eine eckige Backe und eine eckige Tastenklappe und keine runde. Die Deutschen haben eine runde. Es gibt auch da immer Ausnahmen. Es sind bestimmte Modelle in Hamburg gefertigt worden über 5, 6, 7 Jahre. Die hatten dann tatsächlich vorne auch eine eckige Klappe. Also man kann es nicht immer 1000-prozentig drauf festmachen, aber es ist ein allgemeiner und einfacher Hinweis. Ebenso leicht zu erkennen ist bei den deutschen Flügeln vor dem Zweiten Weltkrieg und bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es, dass bei den kleineren Modellen O und M das sogenannte Sustenuto-Pedal nur gegen Aufpreis, während es in Amerika ein dauerhafter Standardbestandteil der Flügellieferung war. Dort war es bei allen Instrumenten serienmäßig. Das heißt, wenn man Vorkriegsware sieht, steht man entweder vor einer unglaublichen Seltenheit, dass ein Kunde bei einem O- oder M-Flügel dieses Sustenuto-Pedal extra bestellt hat. Ansonsten handelt es sich hierbei schon automatisch um einen amerikanischen Steinway-Flügel. Weiter geht es mit der Gussplattenbeschriftung. Wenn auf einer Gussplatte Hamburg steht, ist das oftmals schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn dort nur Steinway steht, kann man auch schon fast sicher sein, dass es sich um einen amerikanischen Steinway handelt. Genau das Gleiche gilt für dieses Emblem hier hinten. Bei den amerikanischen Flügeln ist zu 99% weder New York noch Hamburg links und rechts neben der Lyra vorhanden, sondern einfach nur die Lyra und dann dieses Registered US Patent Official. Das, also New York und Hamburg neben der Lyra, findet sich bei fast allen amerikanischen Flügeln nicht. Es geht dann weiter über die Hütchen. Wie man hier sehen kann, sind die Hütchen bei den deutschen Flügeln sehr schön abgerundet. Die amerikanischen Hütchen haben eine Anfasung, das heißt, die sind schräg und spitz angefasst an der Innenseite, sodass sich eine feste Fläche ergibt, keine Rundung. Das ist auch leicht zu sehen. Hier sieht man sehr schön den Unterschied. Das deutsche Messinghütchen und hier ist ein amerikanisches Messinghütchen mit dieser Phase. Und das kann man tatsächlich nur verändern, wenn man dann in alte Flügel auch komplett neue Bolzen und Hütchen einsetzt, weil die heutigen natürlich verchromt sind. Das heißt, die sehen dann wiederum ganz anders auf. Aber hier nochmal, deutsches Hütchen, amerikanisches Hütchen. Und auch diese hier sind bei den amerikanischen Steinway-Flügeln einfacher gestaltet. Weitere Details sind dann die Dämpfung. Hier ist jetzt eine nagelneue Steinway-Dämpfung natürlich eingesetzt aus Hamburg. Die Sachen, die so repariert werden, also die amerikanischen Steinways, die repariert werden, die behalten oft ihre alte Dämpfung und amerikanische Steinway-Dämpfungen waren matt und nicht glänzend. Ist auch sehr leicht zu sehen, sind dann auch nur schlecht überlackiert. Und daran kann man äußerlich schon sehr, sehr gut erkennen, ob es sich um einen deutschen, um einen Flügel aus der Hamburger Produktion handelt oder um einen Flügel aus der New Yorker Produktion. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, aber es ist natürlich eine Art von
Täuschung, wenn diese amerikanischen Steinways dann auf das deutsche Erscheinungsbild umgearbeitet werden. Final kann man immer nur sagen, man kann die Seriennummer kontrollieren lassen. Das können Sie auch gerne bei uns machen. Sie können uns gerne anrufen, jederzeit, unter der 02307 1212 und wir werden Ihnen helfen und Ihnen auch Auskunft geben darüber. Des Weiteren hat jeder Steinway-Flügel eine sogenannte kleine Fabriknummer. Die ist in viele Gehäuseteile und auch hier unten auf der Diskantseite, unten im Rimm, eingeschlagen. Man kann sie fühlen. Wenn man sich drunter legt, kann man sie auch sehen. Auch anhand dieser kleinen Fabriknummer lässt sich die Herkunft, das Baujahr und die aufgedruckte Seriennummer perfekt erkennen. Also, das ist so ein kleiner Überblick. Es gibt noch weitere Details, aber alle weiteren Details können Sie gerne bei uns erfragen. Sie können Seriennummern erfragen, Sie können kleine Fabriknummern erfragen und so auf der sicheren Seite sein, dass Sie kein komplett verfälschtes Steinway-Instrument kaufen, sondern wirklich ein gutes, solides Instrument, so wie es beschrieben ist. Rufen Sie uns gerne dafür an. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und wir würden uns freuen, Sie wiederzusehen, euch wiederzusehen. Tschüss!